Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. In der letzten Folge haben wir nochmal so ein bisschen geguckt, kann man irgendwas Neues drawen und haben über Persona 3 geredet. Kurz noch was dazu. Shinji wäre natürlich an zweiter Stelle, ganz klar, aber... Ne? Ne, genau, ja. Der gute Shinji, der gute arme Shinji. Ja. Und hier läuft es anscheinend anders ab, sagt Selfie. Hier geht's ganz anders ab. Ja, ist so ein bisschen, als würdest du das Land wechseln, ein anderes Land bereisen. So viele Unterschiede sehe ich jetzt noch gar nicht, außer dass es hier halt keine Kontrollen gibt, dass es ein bisschen offener ist. Vielleicht haben die Leute mehr Vertrauen zu ihren Soldaten. Ein bisschen still hier. Ja, genau, das meine ich. Ein guter Ort. Ja, er steht auf stille Ortschaften. Da lacht die Rinoa. Wieso lachst du? Ich habe das ernst gemeint. Überlass mir alles mir, okay? Ich war oft hier und kenne den Direktor. Sie spielt immer noch die Chefin. Na, von mir aus. Ich meine, du bist nicht in der Party. Du musst das irgendwie kompensieren. Ich werde ihm alles erklären. Apropos, Kuma, ich weiß, wieso du das mit der Lampe gesagt hast. Im harten Modus habe ich nämlich dann nach der Sequenz bin ich nicht auf die Weltkarte gegangen, sondern aus unbekannten Gründen bin ich in meinem Gerede zurück in den Garten gegangen. Und als ich dann wieder zum Eingang gekommen bin, war er weg. Und dann musste ich mir die Lampe tatsächlich manuell holen. Musste ich mir direkt in seinem Büro abholen. Also jetzt verstehe ich, was du meintest. Du hattest also nicht ganz unrecht. Und er hat mir dann sogar noch einen Katalog oder sowas gegeben. Das haben wir hier jetzt tatsächlich nicht. Also hier, wenn wir auf Tutorial gehen, müsste hier irgendwas sein, was er mir dann noch gegeben hat. Wahrscheinlich irgendwie so ein Monster-Lexikon oder so. Das müssen wir uns dann hier nochmal holen. So... Die Typen hier sehen ziemlich öde aus. Naja, so viel haben wir ja noch nicht gesehen. Und sie scheinen auch hochnäsig zu sein. Der eine meint ja letztens so hier irgendwie, ne? Siehst nicht so intelligent aus. Hier kommt doch ein Boss. Die Sinai aus dem Ballam Garden, bitte in den Empfangs, bla bla. Hier kommt doch dem nächsten Boss. Die Szene habe ich im Kopf. Es war was Großes. Es war was Dreiköpfiges. Und anscheinend setzt es Beben ein. So, dann speichern wir hier mal rüber. So. Ja, einsammeln, versteckte Drawpunkte, das ist so die Frage. Was hat sie nochmal gesagt? Eingangshalle oder zweiter Stock, ne? Oh, holy shit. Naja. Gibt's denn hier Fahrstuhl oder so? Das Ding ist, wenn ich hier gegen einen Boss kämpfen muss, vielleicht habe ich das ja auch falsch im Kopf und unser Garten wurde gar nicht angegriffen, sondern der hier. Das ist so die Frage, lauf ich jetzt hier umsonst? Im Klassenzimmer findet gerade eine Prüfung statt, Zutritt verboten. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Ach so, weil das wahrscheinlich da gerade der Test stattfindet. Ne, quasi, ich könnte ja dann, könnte mir das Observieren jetzt sparen. Aber dann wiederum lieber kampflos observieren. Denn wenn hier 35.000 Zufallskämpfe kommen, verliere ich wieder die Orientierung. Ich denke, ich muss dahin, deswegen laufe ich erstmal nach rechts. Hallo, habt ihr dieselbe Uniform wie wir? Ich kann gar nicht mit euch reden. Ach, übrigens, ich habe gehört, dass sie wirklich in Erwägung ziehen, fucking Final Fantasy 8 zu remaken. Das kann ich jetzt nicht lesen, dankeschön. Und Ophelia rannte Tag ein, Tag aus um ihren geliebten Robin. Ach, ich kann jetzt nicht aufhören, ich muss wissen, wie es weitergeht. Achso, ich dachte, du hast es geschrieben. Ich mag deine Haltung, macht mich neugierig. Mädel. Ich habe mal gehört, dass Hexen Gehirnwäsche betreiben, stimmt das? Fragst du den Behinderten? Vielleicht hat er seine Gliedmaßen manipuliert. Der Empfangsraum ist nicht hier. Geht zurück in die Eingangshalle und dann rechts. Zutritt verliehen. Ich wollte mit dir reden. Ich wollte mit dir reden. Okay, ja. Wenn ich dich jetzt nach deinem Namen frage, was sagst du dann? Wie heißt du? Ah, okay. Zutritt verboten. Was davon ist jetzt Vor- und Nachname? Ich weiß es nicht. Von und zu verboten. Okay. Ich bin wohl zu alt für Karten. Ich dachte zu alt für dich. Für mich. Weißt du, welche Karten am stärksten sind? Das sind die sogenannten Charakterkarten. Ja. Da gibt es dann eiskalt Karten von uns. Hat da eigentlich jemand mal drüber nachgedacht, warum das so ist? Die zweitstärksten sind Boss-Karten. GF-Karten wie Ifrit und Shiva sind ebenfalls sehr stark. Also, von Boss-Gegnern?
Okay. Ja, da soll es wohl auch regeltechnisch regionale Unterschiede geben. Also, wer sich den Scheiß ausgedacht hat, holy fucking shit, ey. Aber dann muss ich doch auch irgendwo die regionalen Regeln lesen können, oder? Die werfen mich doch bestimmt nicht immer ins kalte Feuer, Wasser, kalte Feuer. Guck mal, das ist ein Drawpunkt, aber ich komme da nicht durch. Vielleicht später? Alter, die haben hier eine Schlittschuhbahn. Stör uns nicht beim Training. Ja, Training, Alter. Moment. Du trainierst doch gar nicht, du gaffst doch nur. Aber vor allem auch sehr, sehr interessant, dass die... Haben die dieselbe Uniform? Ich bin mir nicht sicher. Nee, also was hatten wir? Blau und so? Die haben ja eher hier so eine rote Krawatte oder sowas. Und weiße Sachen auf ihrem Ding. Naja. Wo war ich gerade? Ich weiß nicht, wie wäre so, als würde ich noch irgendwas sagen. Hallo? Kennst du das Eishockey-Team, das nur aus Monstern besteht? Ja genau, sowas haben wir ja nicht, ne? Unser Team soll demnächst gegen die spielen. Ob das gut geht? Ihre Attacken sollen so stark sein, dass es Tote und Verletzte hagelt. Ja, Final Fantasy 8 Remake. Also... Oh! Ja, hatte ich das erzählt? Engel konnte ich da nicht ziehen. Ich hab's nicht gefunden. Ich habe immer nur im Requiem-Modus eine halbe Stunde lang die Fledermausartigen Gegner gefunden. Ich weiß nicht, ob ich hätte von denen etwas ziehen können und mein Level quasi zu gering war. Oder ob ich hätte andere Gegner finden müssen. Ich habe auf jeden Fall keine anderen gefunden. Also das hat leider nicht funktioniert. Öfmal Engel. Ja, dann geben wir das doch gleich mal rüber. Ja, also... Es wird jetzt natürlich noch eine Weile dauern, bis der 7er draußen ist und so, ist ja ganz klar. Aber er meint quasi, dass für die... Also die, so wie sich das anhört, versuchen die schnellstmöglich den 7er rauszubringen, weil die Leute, die damals am 7er gearbeitet haben, die jetzt noch bei Square sind... Und ja, es gab übrigens einen Unterschied zwischen Squaresoft und Square Enix. Das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Und Squaresoft hat ja unter anderem 7, 8 und 9 gemacht. Ich glaube, FF10 war schon Square Enix. Und mit Square Enix ist auf jeden Fall alles scheiße geworden. Also das meiste. Und ja, die wollen jetzt das halt schnell rausbringen und wollen dem 8er dann der Square-Jugend, also den Leuten, die dann erst später dazugekommen sind, denen das überlassen, weil... Viele, die dann bei Square arbeiten sind, kann ich da nicht rechts lang? Viele, die jetzt in den letzten 10, 15 Jahren dazugekommen sind, sind ja vielleicht auch FF8-Fanboys und den Fanboys trauen sie es dann eher zu, dass sie den Achter quasi vielleicht noch besser machen können, als die Alteingesessenen das machen können. Und die Alteingesessenen können es überwiegend dann gar nicht mehr machen, weil wenn Final Fantasy 7 Remake komplett draußen ist, sind wahrscheinlich nochmal 10 Jahre vergangen, dann sind die meisten Leute da 50, 60 und ja, die gehen dann wahrscheinlich in Rente, haben dann keinen Bock mehr. Also von daher, es sieht gut aus, ja, aber es wird wahrscheinlich noch 20 Jahre dauern. Aber das ist doch schon mal interessant zu hören. Also für alle, die es nicht wussten, ne? Die Treppe hinten führt in den Empfangsraum, ja. Ah, hatte ich das gesagt? Ja, die sehen hier anders aus, ne? Also, jetzt mal ferner von der Uniform. Wir haben ja irgendwie ganz komische Aufseher-Spastis, an denen ja anscheinend irgendwas dran ist. Meinte ja so, dass ich die sehr unheimlich finde. Und die hier, die sind ein bisschen offener von der Kleidung her, aber auch sehr, sehr stark. Unsere sind ja eher so die Schwarzmagier. Sehen ein bisschen aus wie Schwarzmagier. Zweite Etage, haben sie ja gesagt. Ja, okay, dann kann ich wohl hier erstmal lang gehen. Bisschen abcheck one vielleicht, also ich habe dann wohl doch nicht so viel Freiheit hier, aber es ist geil, ich will ja nicht nerven, aber so diese, wie sagt man, Struktur, dieses Gebäude, diese gerenderten Dinge und so, guckt euch mal die an, wie das Licht hier dargestellt wird und so weiter, das ist echt traumhaft. Oh, guck mal, hier haben wir sogar einen Sportplatz. Die Glücklichen, ey. Ich hab anscheinend den Hartz-IV-Garden bekommen oder was, ey.
Wie war das? Gab's noch einen dritten? Der heißt dann Estergarden oder so, ne? Ester soll ja wohl ein riesengroßes Land sein. Jetzt bin ich hier, okay. Da kann ich schon mal speichern. Orientierung ist noch halbwegs da. Einfach mal speichern. Zack. So, ihr seid auch wieder Zutrittsverbots-Pokémon. Zutritt verboten, Zutritt... Ach so, da auch nicht. Alles klar. Ja, na dann, ja. Wird das wohl später alles begehbar sein. Also wird ja wohl dann gleich irgendwas passieren, oder? Also ich meine, ich habe, wie gesagt, Bilder im Kopf. Ja, es wird wahrscheinlich so sein, dass der Ort hier gleich demnächst angegriffen wird. Haben die eiskalt den falschen Garten angegriffen. Oh, wäre ich angepisst, wenn ich hier stationiert wäre, Alter. Ich kann doch gar nichts dafür. Wir haben dich nicht beleidigt. Wir haben dich nicht angegriffen. Moment, waren die Feuer schon da? Nee, oder? Okay. Du bist ziemlich jung. Du bist so einer von den Naturtalenten. Moment. Hat der andere mir nicht das auch gesagt oder habe ich den schon mal angeredet? Die sagen mir alle dasselbe. Vor allem wissen die auch, dass wir hier die Gäste sind, ne? Ja, weil wir keine Uniform haben. Ja, hier wieder im Rollstuhl oder ist der einfach faul? Moment, warte mal, mit dir will ich noch reden. Die Master der Ballab und Galbadia Gardens scheinen einen regen Austausch zu haben. Nun, angeblich sollen es zwielichtige Geschichten sein. Ja, okay. Hier ist der Empfangsraum. Bitte wartet hier, bis der Master Anweisungen gibt. Gut, erstmal nach links und rechts gehen, habe ich gehört. So, haben die doch kein... Doch, hier ist der Fahrstuhl. War das wahrscheinlich... der Direktor stationiert, könnte ich mir vorstellen. Der Master halt. Bei uns heißt der Direktor, hier ist das direkt der Master, der hat alles im Griff. Eiskalter Diktator. Rechts und links, geht das überhaupt? Ja. Okay. Okay, ja. Bringt es mir was? Ja, da drüben ist noch ein Speicherpunkt. Da müssen wir jetzt natürlich nicht speichern, ganz klar. Ah, okay, anderer Bildabschnitt sogar. Hä? Oder bin ich jetzt falsch abgebogen? Okay, von mir aus. Doppel. Ja, dieses Mal zwei halt. Hä? Bin ich denn da gerade abgebogen, ey? Ist das ein blauer? Ja. Komisch. Ja, doch, da habe ich gar nicht realisiert. Das war jetzt tatsächlich Glück. Hätte ich dann dementsprechend übersehen können, aber gut, Doppel haben wir ein bisschen, oder? Wie war denn das nochmal? Hatten wir von dem Spasti ein bisschen was gezogen? Ich habe jetzt so lange auf hart gegen den gekämpft, dass ich es nicht mehr weiß. 44. 20. 24, ja, anscheinend. Oder es war noch bei irgendeinem anderen Boss. Obwohl, so viele gab es ja nicht. Beim Sendeturm wahrscheinlich, ne? Na gut. Ja, dann haben wir doch mal unsere Besichtigung abgeschlossen. War tatsächlich, bis auf einige Ausnahmen, sehr unspektakulär. Turnhalle, geil. Eisbahn, geil. Was heißt Turnhalle hier? Sportplatz und so. Der Rest, ja. Naja, weiß nicht. Ich meine, wir haben sehr, sehr viele Brunnen gehabt und so weiter. Also ich fand das bei uns tatsächlich ein bisschen gemütlicher. Wie lange sollen wir noch warten? Wir sind gerade erst angekommen. Muss ich genau den anreden? Ich wollte den anderen reden. Wahrscheinlich konnte ich nur jeweils einen anreden. Wie wär's? Wie war's? Wie war's? Sehr begriffen, wie unsere Lage ist. Ich habe wie wär's gelesen. Und Ballam Garden ist noch heil. Oder das Attentat auf den Präsidenten wurde von einem Einzeltäter verübt. Das Attentat auf den Präsidenten? Ja, wir wissen doch, wer das war. Dem Ballam Garden trifft keine Schuld. So zumindest lautet das offizielle Statement der Regierung. Aber das ist doch dem Diktator egal, was irgendeine Weltregierung sagt, oder? Der würde doch einfach angreifen. Oder hätten die uns hier sogar angegriffen, wenn es schiefgegangen wäre? Aus Frust. Mit Täter ist doch Cypher gemeint? Er ist vor Gericht gestellt.
und hingerichtet worden. Als ob. Als ob. Nee, nee, ich hab Vietnam-Flashbacks, als ob. Hingerichtet? Der ist doch gar nicht... Oder wie war das jetzt nochmal? Ja, 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 also er ist ja mit der Hexe mitgegangen, so, aber... So, der Diktator, was hat der Diktator eigentlich mit den Gardens zu tun? Oder... Arbeitet die Regierung mit dem Garden quasi zusammen? Nicht die Regierung mit dem Präsidenten. Und quasi, die fanden es in Ordnung, dass er Diktator gespielt hat und wären angepisst gewesen, wenn mehr ihn verhaftet hätten. Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. Also sprich, wenn wir es alle versucht hätten und gescheitert wären, dann hätte die Regierung erlaubt, dass uns der Diktator greift, oder? So verstehe ich das gerade. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass er den Präsidenten entführen wollte. Wir wollten das doch auch! Es war doch dein Plan! Er hat uns weiterhin damit in Schutz genommen. Ach so, ja. Ich dachte, sie ist jetzt wirklich so dumm. Ihr habt Cypher ja da mit hineingezogen. Echt jetzt? Würde ich jetzt nicht sagen. Aber als Widerstandskämpfer habt ihr das Risiko einkalkuliert, oder? Ich weiß nicht, ob sie irgendwas einkalkuliert hat. Squall auf jeden Fall. Oder wer war nochmal der... Nee, nee, sie wollte nicht reinrennen. Squall war das ja scheißegal. Ich denke, Cypher wusste das auch. Deshalb solltest du nicht glauben, dass er für euch gestorben ist. Ja, Cypher stirbt für keinen, außer für sich selber. Sorry, das sollte eigentlich ein Trost sein. Na, war schon in Ordnung. Bist du jetzt Squall 2.0? Das Sorry, das hatte ich nochmal entsqualisiert, ja. Wieso kann ich immer nur einen anreden? Ihn bezüglich habe ich keine einzige schöne Erinnerung. Oha. Doch, ich schon. Die Anfangssequenz, die war schön. Man sagt, dass Liebe und Hass nah beieinander liegen, aber bei Cypher war das anders. Naja, er war auch kein böser Mensch. Nee. Bisschen eingebildet, ein bisschen hitzköpfig. Er war ein Widerling, aber jetzt, wo er weg ist... Ja, das war dann traurig, ne? Immer dieses Heuchlerische. Erst jemandem den Tod wünschen und wenn er dann weg ist, dann wird rumgeheult. Cell hat ja Cypher gehasst wie die Pest. Ob er die Pest schon mal gesehen hat? Das ist eine andere Frage. Das stimmt schon, aber... Er war immer einer von uns. Das kann ich nicht so hinnehmen. Am liebsten würde ich ihn rächen. Ja, weißt du, du hast uns auch so einigen Ärger gemacht. Vielleicht werden wir wegen dir ja auch noch hingerichtet. Plappermaul. Ich hab ihn sehr gemocht, ja, klar. Er war so selbstsicher, er wusste immer alles. Wenn ich ihn so sprechen hörte, war ich sicher, dass nichts unmöglich ist. Oh Gott, die ist halt wirklich in ihn verliebt. War er dein Freund? Also, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe ihn geliebt. Also, was war das jetzt für eine Frage? So Kumpel oder Freund, Freund? Auf jeden Fall, ich glaube, ich habe ihn geliebt. Oha. Aber wir haben doch zusammen getanzt. Das wäre der Moment, wo ich innerlich kaputt wäre. Wir haben doch getanzt, Rino. Das hat sich so schön angefühlt. Und währenddessen hast du jemand anderen geliebt? Weil sie kam ja auch so an, so, ja, du bist der Gutaussehendste hier. Ja, weil Cypher nicht da war, oder was? Was für eine Bitch, aber. Aber keine Ahnung, was er von mir hielt. Liebst du ihn jetzt noch? Ja, jetzt, wo er tot ist, da finde ich ihn noch geiler, Alter. Ich würde ihn gerne... So, das ist so die nächste Stufe, ja? So, wenn man jemanden liebt, wenn man jemanden geil findet, möchte man ihn auch nackt sehen. Ja? Und dann die höhere Stufe ist, ach geil, abgeschnittene Körperteile, ich möchte in ihn kriechen, so wie Yuri. Wenn das so wäre, würde ich euch das alles nicht erzählen. Moment, was? Moment! Du liebst ihn nicht mehr, weil er gestorben ist? Habe ich das gerade richtig verstanden? Was ist denn das für eine Logik? Man kann doch auch jemanden lieben, wenn er gestorben ist. Also, ich habe schon mehrfach drüber nachgedacht und ich würde tatsächlich... sagen, also ich bin ja jemand, ich hatte noch nie wirklich eine Beziehung, also natürlich gefühlt 1000 E-Girls, aber so richtig physisch, nee. Und ich denke, wenn ich sowas hätte und mir meine Freundin wegsterben würde oder einen Unfall hätte, ich glaube, ich wäre einer von denen, der ihr auch
treu bleiben würde nach dem Tod. Also wenn sie sterben würde, dann würde ich... Ich würde keine andere an mich ranlassen. Weil vor allem, ich bin jetzt 25, okay? Ja, by the way, ich hatte es gesagt, ne? Ich hatte neulich Geburtstag. Hust, hust, hust. Und ich meine, ich lebe schon 25 Jahre und mir ist es nicht passiert. Also wenn ich sowas hätte, wie hoch wäre die Wahrscheinlichkeit, dass es dann nochmal passiert? Ich würde denken, es wäre gar nicht möglich. Und deswegen würde ich es wahrscheinlich auch nicht zulassen und selbst nach 30, 40 Jahren würde ich die Person immer noch lieben. Ja. Klar, dann würden Leute wieder sagen, ja, aber du musst doch nach vorne blicken. Aber wie gesagt, wieso sollte es dann nochmal passieren? Naja, wenn das so wäre, würde ich euch das alles nicht erzählen. Ja, Leute, was sie uns vielleicht noch erzählen möchte oder nicht erzählen möchte, erfahren wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Final Fantasy 8. Ist ja dann doch spontan ziemlich ins Depressive gegangen. Aber komm schon, es ist fucking Cypher. Also, ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht diese Flashbacks hätte, ich weiß nicht, ob ich es dann glauben würde. Ich würde eher sagen, nein. Dann wiederum. Fällt mir jetzt spontan ein, Final Fantasy 9. Da gab es auch coole Charaktere. Ich werde dann später, wenn wir noch ein bisschen. Wenn wir die erste CD abgeschlossen haben, dann möchte ich da nochmal ausgiebig drüber reden, weil das so ein Magic Moment für mich war. In Final Fantasy 9 gab es ja auch Charaktere, die ziemlich schnell gestorben sind, die ich sehr, sehr cool fand. Aber sie sind dann auch nicht gestorben, sie sind später wiedergekommen, okay? Aber ich weiß nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, falls mir jetzt jemand zuschaut, auch wenn ich ihn jetzt ein bisschen beeinflusst habe, falls mir jetzt jemand zuschaut, der Final Fantasy 8 jetzt mit mir blind erlebt, würdet ihr das glauben, dass fucking Cypher jetzt wirklich gestorben wäre? Ich weiß nicht. Irgendwie nicht, oder? Ja. Ja, in diesem Sinne... Bis zum nächsten Mal, Sia. Ich meine, mal kurz so nebenbei, vielleicht ist er auch wirklich gestorben und das, was ich im Kopf habe, das ist gar nicht wirklich Cypher, sondern nur ein Roboter. Das könnte auch sein, okay? Vielleicht ist es ja ein zusammengebastelter Roboter. Aber ich weiß nicht. Ich würde ihm das einfach nicht zutrauen, dass er sich einfach hinrichten lässt. Er ist ja so ein bisschen wie Seto Kaiba. Ich finde, so einer kann sich definitiv wehren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.